Hallo, gerade eben ist ein Paket angekommen. Von Puzzle Shop, glaube ich. Ja, genau, von Puzzle Shop. Das öffnen wir mal direkt. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil da sind zwei sehr große Würfel drin. Hat jetzt, glaube ich, Montag wurde es abgeschickt, ein paar Tage dauert, war ja auch Donnerstag jetzt ein Feiertag. Darf man nicht vergessen. So. Das Schöne ist, der Versand kostet, glaube ich, nur 4 Euro oder so bis 500 Gramm. Aber dafür ist er auch versichert. So. Schön hier nochmal in solcher Folie eingepackt. Wo öffne ich das? Ach, hier. Damit auch wirklich nichts passiert, finde ich sogar sehr gut. Weil manche tun jetzt einfach nur den Karton rein. Wenn das dann blöd auf eine Ecke fällt, dann sind die Würfel schon sehr schnell mal kaputt. So. Dann haben wir das. So, ich habe hier einmal ein Ersatzsticker-Set für den 7x7 hier. Das wäre so der eine Würfel. Diese Würfel wurden mir freundlicherweise von puzzleshop.de zur Verfügung gestellt. Dort kann man die kaufen. Ich glaube, der 4x4x6 kostet so 25 Euro. Und bei dem 7x7 von Cheng Shu mit der Verpackung, da muss man einmal nachfragen, weil der die noch nicht in sein Sortiment eingeführt hat. So, jetzt muss ich die mir auch wieder rauskriegen. Also sehr groß, dreht sich aber soweit ganz leicht. Besonders die äußeren Layer ist schon vorgeschmiert. Also mein Lanlan 7x7 ist da nichts gegen, damit kann ich nichts anfangen. Aber hiermit, der dreht sich wirklich leicht, ist aber in einer Cubic-Form, also viereckig. Ich bin gerade nur ein bisschen erstaunt, wie gut sich die äußeren Layer drehen. Nach innen hin wird es ein bisschen schwieriger, aber es dreht sich trotzdem noch gut. Kann man nicht meckern. Ein bisschen schmierig von außen gerade noch, aber das geht nach der Zeit. Farben sind auch gut differenzierbar. Hier haben wir dann ein Ersatzsticker-Set in der schönen Hülle. Das braucht man nicht. Dann haben wir hier eine schöne Karte von Puzzle Shop. Und dann packe ich mal den 4x4x6 aus. Der hat hier unten eine schöne Lasche. Da muss man nur das einmal rausziehen. Ich muss nur gucken, wie. So. Und wie mache ich das andere am dümmsten? So. Jetzt will er nicht nach unten raus. So. Eine sehr schöne Verpackung mit Glitzerpapier dahinter, also spiegelndes Papier. Dreht sich wirklich sehr leicht mit Cube Shape, sodass man hier auch drehen kann, auch wenn die Sachen nicht richtig drauf liegen. Dieser Würfel wurde bei Tom Z erfunden. Also dreht sich wirklich sehr leicht. Okay, hier hängt er jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen Luben. Aber ansonsten dreht er sich gerade schon innen besser als außen, habe ich das Gefühl. In der Mitte geht's wieder. Also der zweite von oben dreht sich besser als der äußerste oder der mittlere. Naja, das muss man einfach mal ein bisschen luben und dann geht das. Falls ihr noch Fragen zu den beiden Würfeln habt, oder an mich, dann schreibt mir doch einfach hier oder auf meiner Facebook-Fanseite einen netten Kommentar. Ich hoffe, es hat euch gefallen.